Willkommen zurück zu Crash Bash. Es geht weiter hier mit der nächsten Warp-Zone. Werden wir haben letztes Mal den Boss gemacht, das war ein Panzerboss gegen die Komodo Brothers. Super nice. Die tauchten ja nur in Crash Bandicoot 2 auf. Und es war wirklich ein anspruchsvoller Bosskampf, aber auch ein cooler Bosskampf. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Jetzt betreten wir die vierte Warp-Zone. Oh, das erinnert mich doch auch an Crash Bandicoot 2 hier mit den Pilzen und so. Boah, hier ist ja richtig viel los. Oxide Ride, ja, ich glaube, das ist das Finale. Ja, das ist die letzte Warp-Zone, Freunde. Danach kommt nichts mehr. Und dafür gibt es ja auch super viele Minispiele. Und hier ist direkt das Nervenzone, das wir hinter mir haben. Deswegen machen wir es jetzt auch. Holy fucking shit. Noch ein Autoscooter-Spiel. Aber es ist ein ziemlich innovatives. Ich mag's. Nur ich mag Autoscooter nicht. Das ist das Problem. Wir finden uns auf so einem komischen, ja, auf so einer Plattform, die angetrieben wird vor irgendwelchen Düsen. Ja, und es kippt halt. Das ist die Schwierigkeit, die hier dazugekommen ist. Der Hintergrund erinnert mich doch irgendwie ein bisschen an Frontschwein, muss ich sagen, wieder mal. Oh, in dem Moment kippt's. Ja, natürlich. Irgendwie ist der RNG, beziehungsweise das Glück immer gegen mich hier. Jetzt steuerst du auch wieder mit den Falltasten, das geht hier wieder viel besser. Problem mit den Autoscooter, Falltasten nehmen. Ein bisschen besser ist es. Natürlich schwierig, das jetzt so aufzuholen, ne? Diese anfänglichen Fails. Es fällt halt immer so eine Düse, so eine Turbine aus und je nachdem, wo sie ausfällt, kippt es dann auch in die Richtung, ist klar, ne? Ist sehr RNG-lastig, aber irgendwie. Ich denke nicht, dass wir das hier im First Try schaffen. Weil da ging einfach schon zu viel rein. Ich hab die ersten 5 Treffer mit einem Analogstick reingekommen. Da wären ein paar Bälle. Wobei, das war auch erwärmlich gerade. Ich lass einfach jetzt jeden Ball rein. Und es tagt der offenen Tür hier bei Rillaroo. Jeder wird reingelassen. Ernsthaft. Ja, das ist ganz vergessen mit Try. Komm, lass es rein. Kann niemals 10 Punkte aufholen. Ich sehe mal, sei ein bisschen pessimistisch. Ja, ich bin halt realistisch. Das ist der Unterschied. Diese Armee-Musik, ey. 1, los! Natürlich auch an Crash Bandicoot Luftlevel angelehnt sein. Es gibt ja die Flug- und Schießlevel aus Crash Bandicoot 3 Warped. Den konnte ich nicht kriegen, tut mir leid. Der kam vom Himmel da direkt und ist direkt in mein Tor gespawnt. Habt ihr es gesehen? Das ist nicht das Spiel nochmal zurück. Das war Betrug. Schon wieder war das Betrug. Betrugsfälle, ey. Schlimmer als bei RTL 2. Oh, komm, die ist angewinkelt. Das ist auch so ein Problem. Aber im Weg sind die auf gerade Linie, sondern so schräg. Seht ihr das? Dass es ein Kreis ist. Dann sonst immer quadratförmige Bereiche. Und jetzt haben wir das erste Mal so einen Runden. Und das ist schon eine Schwierigkeit wert, weil es ist so, dass man sich wirklich umgewöhnen muss. Ja, und ich muss neu starten, bis vielleicht. Die ist, by the way, gesehen, wo ich Start gedrückt habe. Das sind jetzt noch Relikte erschienen. Oh, ich hoffe, die brauche ich nicht, ey. Ich will die nicht machen. Relikte mache ich nie in Crash Bandicoot Let's Plays. Relikte mache ich nie. Ich glaube, die sind nicht wichtig, um den Boss herausfordern zu können, in diesem Abschnitt. Ich meine, es ist noch ein langer Weg, aber trotzdem. Ich will das sicherstellen, dass wir die nicht brauchen. Oh, komm, schon wieder. Muss ich vielleicht mal recherchieren. Mal sehen. Es ist wirklich sehr schwer, sich hier zu bewegen, ganz ehrlich. Diese runde Plattform, das ist so uncool. Ja, jetzt hat es gekippt und deswegen ging die Kugel rein. Wo ich normalerweise gestanden habe, da hätte ich es gekriegt. Wenn es in dem Moment kippt, dann hast du halt verkackt, ne? Also nichts mehr zu lachen. Und es klingt immer wie so eine Kasse, ne? Im Supermarkt. Ching, kaching, kaching, tsching. Das riecht mich auch irgendwie auf. Ich will nicht mehr. Ich hasse diese Dreckskacke. Ich hasse sie wirklich.
Out, dieser Dreck hier. 3, 2, einmal eins, besser konzentriert los sein. Nee, das. Irgendwie nicht das jetzt mehr. Oder auch nicht. Ach, ich sag's jetzt immer und ich konzentriere mich auch nicht mehr. Alles nur gelogen, ey. Die Musik, obwohl es kein Soldatenspiel ist. Das Panzerspiel passt, hätte es besser gepasst, glaube ich. Ja, alle zu mir, kommt alle her zur Drachenschanze. Kommt alle her. Schön. Ja, jetzt kommen wir wenigstens nicht zu mir. Schön, 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 schön. Wieder kann man Glück haben. Oder richtig Pech haben. Jetzt habe ich wieder richtig Pech. Toll, ne? Jo, mach alle rein. Wie gesagt, das ist Tag der offenen Tür. Ey, Goku hat 14 Leben. Das hat keinen Sinn. 3, 2, 1. Ich will jetzt weniger kommentieren, weil es ist sonst nicht lösbar, Freunde. So viele Bälle, auf die man sich konzentrieren muss, schaffst du sonst nicht. Ich werde nicht schmettern, nur wenn ich es muss. Nicht wenn sich das zu meiner Seite kippt. Wir dadurch irgendwie Fälle haben. Bislang läuft es ja noch ganz gut. Aber immer wenn ich das sage, läuft es danach nicht mehr gut. Seht ihr? Da ist die erste Kugel reingekommen. Hat auch noch so viel Leben. Tiny ist schon raus. What the fuck? Einfach alle reingelassen. Das ist noch schlechter als ich sonst, oder was? Boah, die Kugeln sind ja einfach zu schnell. Guck dir das mal an. Das ist doch nicht gefährlich. Und in dem Moment, wo die Kugeln im Mist sind, gibt es die natürlich zu mir. Natürlich. Ja, dass ich bloß keine Chance habe. Das ist einfach zu viel. Und wenn es so viele Kugeln sind, weißt du auch gar nicht, in welche Richtung die eigentlich rollen. Aber ich hab's geschafft mit einem Leben. Holy shit. Das menschliche Auge wird einfach gefickt von den Kugeln. Achte mal drauf, wenn ganz viele da sind, dann nimmt zumindest mein Gehirn nicht mehr wahr, in welche Richtung diese Kugeln sich bewegen. Da ist schon mal ein Cancer. Glaube ich random, ne? In welche Richtung sich das gibt. Kann ja auch sein, dass wenn man eine gewisse Turbine öfters anlitscht, dass die dann eben mal beschädigt wird dadurch. Das ist eine Stahlkugel, zumindest scheint es so. Oh ja. Keine Ahnung, ich denke, das ist random. In einer gewissen Zeit passiert es einfach. Treffer, hätte ich das gesehen, hätte ich es so aufgegeben. Hallo? Was sind wir denn hier? Affenzirkus oder was? Hi, Willow. Ein bisschen glücksabhängig auch, ne? Wann und wie sich das gibt. Aber die Idee ist gut. Dann sagen wir es mal, die Idee ist gut.
sieht so aus. Dingo, da sieht es schon wieder aus. Verdammt! Das ist ja so gut die ganze Zeit. Du musst die Augen wirklich nur auf die Kugel fokussieren. Dann kriegt man mehr Kugeln. Das ist trotzdem nicht schwer. Wenn man wieder mehrere gleichzeitig kommen wie eben war. Ich bitte euch, war voll gut eigentlich. Bin nicht mal enttäuscht, weil trotzdem hat es nicht gereicht. Das ist so bitter. Immerhin gewinnt Tiny und nicht Dingo. Was sehr gut für uns ist. 3, 2, 1, los! Gott, das kann man so ändern. Klar, spawnt direkt in mein Tor. Geil, fair. Fun and interactive fair, das kann ich schon wieder vergessen hier. Ja, das kann ich vergessen. Alle gehen bei mir rein direkt. Richtig schwer und schnell wird und kann die einpacken, ey. Seht ihr das? In dem Moment kippt sich's. Basierung ist wirklich für den Arsch. Ja, und die geht rein, einfach weil sie Bock dazu hatte. Und weil ich nebenbei kommentiere. Merkt, ich darf nicht kommentieren. Auch das Gute. Ich habe ja nur ein Leben machen. Alter, das gibt's doch nicht. Und natürlich gewinnt Tiny. Ich wette jetzt sicher nicht. Oh. Nein, mein Punkt. Der ist jetzt quasi nicht da. Aber jetzt auch noch aufholen müssen. Das ist so dumm. Lol, Dingo da. Tiny muss vernichtet werden, also. Na schön, wenn er verliert. Er darf auf jeden Fall nicht gewinnen. Die anderen sollen jetzt natürlich auch nicht gewinnen, weil wir müssen auch mal jetzt langsam wieder einen Punkt kriegen. Tiny wäre der letzte Gewinner. Der aktuelle Punktstand. So, der lässt aber auch jetzt ordentlich was rein. Das ist gut für uns. Sehr gut für uns. Ja, und da ist wieder eine Kugel in mein Tor gespawnt. Schön. Das liebe ich ja immer. Was passiert? Da ist irgendwie Mist gebaut. Das sieht sehr gut aus, die Runde. Darf ich eigentlich nicht sagen. Einiges weg. Ja! Wow, wir haben noch 10 Punkte. Jesus Christ, das ist so der Edelstein geschafft. Fucking shit, wie hab ich das denn gemacht? Einfach konzentriert spielen, ne? Mhm. Nice. Einige hat schon mal einen Treffer kassiert. Eins mit den Kugeln sein, Freunde. Dann geht's. Fuck. Redet. Verkackt. Da kamen zwei auf einmal, da kann ich nicht sehen. Thank you.
so gut aus gerade. Vor allem, weil sich immer hier gegen mich wendet hier. Diese blöde Plattform. Und sie ist wieder in mein Tor gespawnt. Auch nett. Trotzdem schaffen wir es. Nice. Okay. Wir haben es. Bin ich froh, dass wir es hinter uns haben. Ich behaupte aber, dass es mit Engine noch schwieriger war. Behaupte ich einfach mal. Könnt ihr ja eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was mit ihr spielt. Diese letzte Transformation, das mit Engine. Das leichteste ist meiner Meinung nach sogar das zweite mit Magneten, weil er echt einige an Schwierigkeit rausnimmt. Wäre dumm, wenn ich jetzt schon ein paar abbeenden würde, deswegen machen wir noch Manic Panic. Lol, achte mal auf die, auf den Teleporter. Die ist die ganze Zeit so waldmäßig und dann auf einmal hier noch so, ja, Cyberspace. Eine futuristische Plattform, so ein futuristischer Weg hierhin. Ja, der letzte Eisbär-Abschnitt, letzte Eisbär-Minispielchen hier. Schauen wir mal. Sieht aus wie der erste. Nee. Wie der letzte. Wie auf Bomben. Was? Mit Items? Okay. Gerne. Sieht aus wie der letzte, nur ohne Uka Uka. Also sehr itemlastig das Ganze. Vielleicht der interessanteste, lustigste Abschnitt. Ist auch jetzt interessant, wie stark die Bomben sind. Ne? Geh halt nicht auf mich, Coco. Geh halt nicht auf mich, Coco. Ja, macht sie nicht. Okay. LOL! Geil! Damit tötet man den Eisbären. Ja, ist immer lieb, das Eisbären zu töten. Nein, aber... dann ist es super einfach, die wegzustoßen. Ja, wie geil ist das denn? Ich will auf jeden Fall wieder die Bombe haben. Das ist der beste Eisbär-Level. Scheiße. Bereich zu fokussieren, mit Bombe oder den richtigen zu treffen. Hab mich nicht mehr bewegt, hab nichts mehr kontrolliert. Ja, das war dumm. Ah, egal. Der gefällt mir, der Level. Schön. Hat was. Bloß ausweichen vor den Bomben. Seht ihr, Coco hat jetzt gar nichts mehr. Fährt auf Schlittschuhen oder so ähnlich. Ah, ich will nicht. Gut. Wurde nicht erwischt. Alles knapp ausgewichen. Was passiert denn jetzt, wenn ich die nochmal treffe mit der Bombe fall? Verschwindet die dann komplett oder was? Kommt rein. Aha. Nein, ich habe nicht getroffen. Nicht so weit. Scheiße. Fuck, Alter. Verschenkt. Verschenkt. Loop, Alter. Okay, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen strategisch an. Ich bin gerade ein bisschen dumm und braindead. Sollen sich einfach gegenseitig bekriegen, ich schnapp mir die Items und nutze meine Gelegenheit. Wenn die nicht alle direkt auf mich gehen. So gut, dass ich dann auch davon gekommen bin. Dingodal hat die Bombe, was ja schlecht ist für uns. Boah, er hat sie nicht mehr. Ah, weil er den Blitz jetzt aufgesammelt hat. Ah, Coco hat den Blitz, verdammt. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Und jetzt sterbe ich. Nein, tue ich nicht. Oh, sie hat kein Eisbär mehr. Ich aber auch nicht. Was machen wir jetzt? Man kann nichts machen. Nur so eine billige Ram-Attacke, so eine little Ram-Attacke, ey. Gewinnt. Fatality. Das war geil. Holy shit. Ja, das ist Mortal Kombat-Style. Bloß mittig bleiben. Kein Scheiß machen. Defensiv halten. Gerade am Anfang, wo noch so viele da sind. Keine K1-Bälle her, schön. Nicht Bombe auf mich schleudern, nicht Bombe auf mich schleudern. Nice. Jetzt versuchen wir jetzt weg. Das gefällt mir, also das ist der beste Eisbär-Level. Bei Weiden, ich finde. Schnell sind die Bomben eigentlich, ja, ziemlich schnell. Oder? Einige klein. Aber klein heißt, ich bin schnell. Kann mir die Bomben aneignen. Bam. Tschüss, Dingodal, das war's. Nice. So. Gewinnt. Gefällt mir, I like it. 3-2, easy. Dann schaue ich mal, ob wir noch ein Minispiel schaffen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, hiermit hätte ich den Part starten sollen. Schon mit diesem Scheiß. Na doch, eins machen wir noch. Wie wär's mit... ja, dem Pogo-Spiel, komm. Aus dem Holz. Können wir nächstes Mal schön mit dem Kissenspiel starten. Was wir so eigentlich in der Regel die meisten abgefeiert haben. Okay.
Wenn du auf ein Quadrat deiner Farbe gehst, verlierst du alle Quadrate. Das ist fies. Zerstöre die Spezialkisten, um deine Quadrate abzusichern. Ja, 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 das ist geblieben. Okay, das ist fies. Ah, aber man kann es sichern mit den Schlüssel. Dingsbums da. Mit dem Schloss. Nice. Hat was. Neuer Spielmodus. Ja, das kann wieder interessant werden. Nee, also, meine Meinung zu dem Probespiel hat sich tatsächlich positiv gewandelt. Mittlerweile mag ich's. Kann mir sagen, was ihr wollt. Ich mag's mittlerweile. Oh, hier muss man aufpassen, dass man sich nicht den Weg verbaut. Man muss wirklich schnell das absichern mit Hilfe der Kisten. Boah, das Krasse ist, das Schloss verhindert sogar, dass die Gegner das quasi übermalen, in Anführungsstriche. Das ist ja geil. Ich habe leider selber noch kein Schloss gefunden. Da wäre die Chance gewesen, aber hab's mir leider nicht geholt. Hält zum Glück nicht ewig. Das bedeutet, es war, wenn die Gegner zu langsam sind, doch noch die Chance erhalten, immer. Ach, jetzt ist scheiße. Die Chance erhalten, die Felder wieder zu neutralisieren, beziehungsweise uns zu eigen zu machen. Denke nicht, dass ich es beim ersten Mal gewinne. Das ist gerade. Ah, oh, die Musik ist nice. Die ist richtig cool. In die 80er-Jahres-Style. Nicht, dass ich auf sowas stehen würde, aber eigentlich ist cool. Leider konnte ich mir jetzt keine Kiste mehr sichern. Was natürlich jetzt ausschlaggebend für diesen Release war. Wie, wo sind wir? Das erinnert mich an überhaupt kein Crash-Bandicoot-Spiel. In eng zu einer Garage. Warum soll auch Crash Bash keine eigenen Themes haben, hä? Ist schon korrekt so. Ah, die Raketen klauen sogar die Felder der Gegner, habe ich gerade gemerkt. Wow, die Raketen sind overpowered. Und jetzt habe ich mich hier verbaut. Das heißt, ich baute Schloss. Yes. Sau nice, ey. Besser ging's nicht. Können es mir nicht klauen und hier ist es abgesichert. Ich denke, dass wir jetzt mehr Musik gebraucht haben. Weil hier ist es wirklich schwierig, die Punkte zu kriegen. Muss man einfach sagen. Na, der kämpft hier. Weil man sie so schnell verlieren kann, wenn sich hier verbaut. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis hier irgendwo eine Kiste kommt. Und da ist sie. 17 Punkte. Super nice. Hammer. Ah, fuck. Da hat er mich blockiert und er musste diesen Weg gehen. Ja, schon wieder fail. Dann kannst du erst das Dorn noch verlieren, Mann. Nicht verzagen. Nee, sieht gut aus. Über 70 Punkte in diesem Modus. Jetzt kann ich sehen lassen. Definitiv. Wer ist das zweitbeste Ding da wieder? Jo. Ah, jetzt hab ich's verbaut. Shit. Whatever. Ah, oh, passt. 88. Jo. Easy win. 20 Punkte mehr als Dingo. Kriegen wir hin. Naja, also da bin ich doch zuversichtlich, was diese Bogenspiele mittlerweile angeht. Ja, es läuft. Und wie es läuft. Oh, es läuft. Ja, die Raketen stehlen tatsächlich die Felder der Gegner. Wie komisch ist das denn, ey? Ich liebe diese Raketen. Jetzt in anderen Modi auch, wo ich gehen kann, wenn ich nichts dagegen hab. Diese Musik, ey. Ich lieb's. Nee, also meine Meinung hat sich komplett geändert. Hehe, Simba steht nicht zu seiner Meinung. Nee, ernsthaft, Mann. Kann ja wohl meine Meinung ändern. Oh, das Spiel ist cool. Outscooter, scheiße. Dingo wird wieder gewinnen, glaube ich, diesmal. Ziemlich kacke ist, glaube ich. Ah, wobei, wobei. 9 Punkte. Ne, wir haben mehr, aber nicht viel mehr. Ja, die Tempelschuhe. Und nein, ich wollte es die. Oh Mann, was war das für eine Kombo? Habt ihr es gesehen? Spule nochmal zurück und achte auf Dingo da. Ja, das. Das hat mir jetzt den News überbracht. Das kann ich nicht aufholen. Ja. Doch mit einem gezielten Raketentreffer könnte ich das aufholen, aber es wird wohl nichts. Nee. Das war zu Game Entscheidung. Hä, Coco gewinnt? Oh, die hat sogar noch mehr Punkte. Ja, dann ist es sowieso egal. Naja, wobei, ich hätte es wahrscheinlich dann gesichert und hätte mehr Punkte gehabt, hätte vielleicht mehr gehabt als sie. Naja, egal. Auf jeden Fall, coole Idee. Vielleicht sogar das beste Vogel-Level. Ja, wobei, ich denke, viele mögen das mit Ripper Roo am liebsten. Würde ich auch akzeptieren, das ist das Beste zu betiteln. Hat was. Muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht
Ja, ein Kreiser. Jetzt haben wir die ersten Punkte uns erst gesichert, ne? Hat ein bisschen was von Snake, von dem Handy-Game. Wo Snake sich auch selber nicht berühren darf, ne? Ja, hat sehr viel von Snake, muss ich sagen. Das Spiel. Und nein, ich wollte ihm das stehlen. Leider nicht funktioniert. Oh, alle Felder weg, come on. Und oh, die Temperatur. Und hier einen schönen Ausgleich zu kriegen. Leider nicht. Die nächsten Temposchuhe geholt. Und wieder wird mir was gestealt. Aber wir haben's. 25 Punkte. Sau nice. Wir haben keine Chance gegen Tiny und gegen die. Die ist schon wieder so gut. Alter, wieso sind das jetzt so schwer? Ich mache echt nichts falsch. Die Gegner haben einfach mehr Glück mit den Items. Und ich spiele gerade wieder mit den Analog-Stick. Vielleicht soll ich wieder mit dem Falltest spielen. Mach ich jetzt auch. Wenn das jetzt besser läuft. Aber mit der Rakete muss man tatsächlich doch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man Sachen verfärbt, dann verbaut man sich auch teilweise Sachen. Das waren 11 Punkte, schön. Schöne 11 Punkte. 13 Punkte und das ziele ich ihm. Ja, das müsste der Sieg schon sein. Das war zu Game entscheidend. Schön. Mann, hätte ich doch mit sowas angefangen. Das sind richtig coole Spiele. Ich wette, die meisten haben abgeschaltet nach den Autoscooter-Scheiß. Ich hasse es auch. Da müssen wir durch. Mach es lieber so, zuerst. Da haben wir den Mist hinter uns. Ah, oh, das haben wir jetzt auch. Ja, ich glaube, hier habe ich mich verbaut. Den starte ich lieber neu. Das ist schnell erkannt. Hammer hat das Schloss nur so lange, wie man eh mal kein anderes Item hat. Das ist auch gut zu wissen. Das ist gerade sehr sinnvoll, hier das Schloss. Also, komm, komm, komm. Hol's hier, hol's hier, hol's hier. Naja, die Kiste ist irgendwie nicht mehr. Aber dafür die da unten. Schade. Und yes! Das können wir nicht mehr verlieren. 88! Willaru, du scheiß Nazi! Läuft! Ein Punkt nur, da haben wir's. Vor allen Dingen, wenn wir so eine krasse Kombo machen. Seine Felder gezielt, direkt vor Kiste und wir können die uns direkt sicherstellen. Ohne dass wir uns dann hinderlich sind. Oh yeah. Oh yeah. So Musik, ey. Loving it. Und das waren sehr viele Punkte und das war auch, glaube ich, mein Sieg dann. Das war so heftig. Nein! Wenn man übrigens von der Rakete getroffen wird, verliert man auch das Schloss wieder. Sollte auch eigentlich klar sein. Da hatte ich ein bisschen Glück. Wollte eigentlich noch nicht abbiegen. Aber in dem Moment spawnt eine Kiste. Sehr schön. Müssen wir auch mal haben. Bisschen Glück. Das war dumm von mir, war ich zu schnell. Aber es lag halt an den Temposchuhen und verliere ich meine Felder wieder. Verdammt. Da verliere ich es auch wieder. Ja, wenn ich so weitermache, dann wird es doch nichts mehr hier. Ah, da waren nochmal 11. Das war insane. Das hat mir dann wohl doch wieder den Sieg über. Ah, zwischen Skill und Fail hier. Alles dabei. 100 Punkte. Bitte euch. Das ist meine Bestleistung. Aber irgendwie Kombos mit der Rakete teilweise. Ich zweimal geschafft in einem Game. Schön. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir favorisieren. Und sonst sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Dann machen wir die anderen Minispiele. Wahrscheinlich kommen da noch ein paar Racer, Panzerspiele und so weiter und so fort. Wird richtig, richtig gut. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.